Für unseren Eintopf brauchen wir Linsen, 4 Kartoffeln, festkochen, 3 Mettwürstchen, klare Suppe, Suppengemüse. So, dann fangen wir mal an. Die Linsen ordentlich abwaschen, ja? Nicht mit Wasser sparen, ruhig, ordentlich, kräftig abwaschen. Das ist sehr empfehlenswert. So, dann geht's weiter. Einen Topf mit 1 Liter Wasser machen, Linsen reingeben, heiß werden lassen. Ja? So, und wenn das Wasser anfängt zu kochen, dann können wir runterstellen den Herd, also erst auf volle Pulle und dann 20 Minuten ungefähr köcheln lassen. Ja, nicht ungefähr, 20 Minuten, das reicht. So, dann das Suppengemüse, die Kartoffeln klein schneiden, ja, in Würfeln. Und ja, das haben wir jetzt. Dazu kommt noch, was habe ich vergessen, eine Zwiebel. So, und wenn wir das alles klein geschnitten haben, können wir die Zutaten mit in den Topf geben. Ja? Die Mettwurst, Gemüse, Kartoffeln. So, das machen wir jetzt. Übrigens, wir haben hier, also die Mengen, die ihr seht, die wir jetzt hier verbrauchen, sind für 3 bis 4 Personen. Ja, wer mehr braucht oder weniger, dementsprechend anpassen bitte. So, die Würste noch rein und dann kommen wir zu der klaren Suppe. Davon brauchen wir 4 Teelöffel, ja, leicht gehäuft. Das gibt einen super Geschmack mit an unser Süppchen und ist sehr empfehlenswert. So, dann 20 Minuten nochmal alles ziehen lassen. Wer möchte, kann noch Wiener Würsten dabei machen, so wie wir. Petersilie klein hacken. Die kommt jetzt ebenfalls bitte rein, alles nochmal 5 Minuten circa zusammen warm werden lassen, servieren, fertig. So, das war mein Schnellvideo zu dem Linseneintopf, so wie wir ihn machen. Bis nächstes Mal, ciao.